einen wunderschönen guten Sonntagmorgen und einen schönen dritten Advent. Wir sitzen schon im Auto. Flori fährt. Enzo sitzt hier irgendwo hin. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Da sieht man sie. Ja. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu Flo seinen Eltern. Schon fertig gemacht. Ich trage übrigens Lippenstift, weil Flo das wollte. Das ist der Biker-Babe wieder, den er mir geschenkt hat. Und anscheinend muss ich den jetzt immer tragen. Ja. Und genau, ich habe heute früh schon den Vlog geschnitten und hochgeladen. Von gestern. Und mir geht es heute auch wieder besser. Nicht mehr ganz so schmerzhaft. Ja. Ja, und wir hören gerade das neue Eminem-Album. Er hat übrigens eher Tourdaten bekannt gegeben, ne? Aber erstmal nur für die USA. Oder also nicht Tourdaten, noch nicht direkt, aber es wird eine USA-Tour geben. Aber ich hoffe, es wird eine Welttournee. Weil ich würde ihn schon gerne mal live sehen. Ich glaube, das ist richtig geil. Ja, und wir fahren jetzt, wie lange fahren wir noch? Eine halbe Stunde. Und dann gibt es lecker Mittagessen. Guck mal, da Kuchen dran. Echt? Was ist denn? Oh, geil. Oh, ich liebe den Ruhrkuchen von der Oma. Weißt du noch den Maulwurfkuchen, den sie das eine Mal gemacht hat? Der war richtig lecker. Der war richtig gut. Hat sie extra für mich gebacken. Ich habe mir den gewünscht. Sollten wir auch mehr backen? So Kuchen und sowas? Okay, warten wir noch. 40 Jahre. Dann fangen wir an zu backen. Alles klar. Heute in der Woche bin ich schon bei meinem Opa. Also jetzt mal. Da gibt es schon fast Geschenke. Na gut, 11:30 noch nicht. Da gibt es noch nicht mal Essen bei uns. Bei euch schon, ne? Wir können uns dieses. Also, nee, wir geben die einfach wieder mit, oder? Oder? Wollen wir uns vorher bestellen? Also, eins könnte ich dir schenken. Das andere musst du erst zu Hause. Kann ich dir jetzt nicht verraten. Hä? Wann esst ihr immer? Ihr esst Mittag, ne? Und dann geht's in die Kirche. Ja, nee, ja, nicht so ganz. Ein bisschen spät zwar jetzt in die Kirche, aber nicht direkt nach Mittag. Mhm. Aber ihr macht schon Kartoffelbrei, Kartoffelsalat und das zum Mittag. Ja, ja. Oh, bei uns dauert das dann immer so lange. Wir essen immer erst um 5 oder so oder um 4. Oh. Dann hast du den ganzen Tag Hunger. Weil du willst ja auch nicht frühstücken. Es gibt ja lecker Weihnachtsessen. Soll ich dir eigentlich wieder welche mitbringen? Ja, bitte. Aber nicht die weißen, die hasse ich. Also was jetzt die hasse ich. Sonst gibt es nämlich immer Weihnachtswürstchen zu Weihnachten. Vom, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, vom Bauern. Also wirklich von glücklichen Schweinchen. Das ist das einzige Mal im Jahr, wo wir Fleisch essen. So richtig. Also Mama auch. Und dann hole ich noch von so einem Geflügelhof, also auch vom Bauern hier aus der Region, eine Pute. Die hole ich nächsten Freitag. Ja, Freitag. Da hat Emmy Geburtstag nächsten Freitag. Wie bitte? Was an? Ja. Schaut mal, wie schön es hier aussieht. Richtig wie im Winter Wunderland. So stellt man sich den Dezember doch vor. Echt Meter hohe Schneeberge hier, wenn man es mal so sieht. Emmy ist auch schon ganz aufgeregt. Wir gehen jetzt mit ihr eine Runde. Wir sind ja schon eine Weile hier. Schon Mittag gegessen, haben schon Kaffee und Kuchen getrunken. Also Kaffee getrunken, Kuchen gegessen. Und ja, jetzt gehen wir mit Emmy hier im Wald spazieren. Das ist echt richtig schön. Vor allem so unglaublich ruhig. Das ist der Wahnsinn. Schön hier, oder? Ja, ein bisschen dunkel. Emmy! Pfeif mal.
Jesus-Schwein, super! Super, warte, kriegst auch ein Leckerli. Super. Und weiter geht's. Emmy, weiter. Ja, hier kannst du halt auch schön runterrodeln, ne? Emmy, weiter, bis. Das ist fein. Lauf nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher. Emmy hat wesentlich kürzere Beine und ist trotzdem schneller. Na gut, die hat auch 4 davon, ne? Ja. Meinst du, hätte ich 4 Beine, wäre ich genauso schnell? Nein. Oh Manu. Aber komischerweise ist es auf der Kamera noch voll hell, ne? Ja, das macht ihr ja auch so, oder? Dachte ich. Ja, und ich denke mal, weil der Schnee noch ein bisschen reflektiert, ne? Von was denn? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hätte auch gern weiße Weihnachten. Fahr hierher. Nein. Obwohl, im Wuppertal liegt wahrscheinlich auch Schnee. Einfach. Na, da liegt mehr Schnee als bei uns. Emmy! Hat doch Opa erzählt, mein Opa hatte schon Angst um sein Gartenhäuschen. Weil so viel Schnee drauf lag. Also die hatten wirklich so hoch Schnee. Ja, fein. Super, Emmy. Vielleicht habe ich also doch noch eine Chance auf weiße Weihnachten. Das wäre schön. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen Mariah Carey singen. Vielleicht schneit es dann mehr. Hoffentlich nicht. Ja, hier, das kannst du ja auslassen. Ja. Weil sonst kommt er wirklich irgendwann nicht mehr weg. So, wir sind wieder zu Hause. Wir waren jetzt gerade noch beim Dinner. Wir haben uns Pizza geholt. Lecker. Und ein Halloumi-Teller, der irgendwie ist riesig, oder? Ja. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir kriegen den Abend aus. Was hast du auf deiner Pizza? Pepperoni wieder. Pepperoni? Nur Pepperoni? Ja, Mozzarella. Weiß schon. Ich habe auch wie immer meine Margherita-Pizza. Lass dich schmecken. Gut, ja auch. So, wir liegen jetzt im Bett. Flo sieht aus, als hättest du Beats. Ja, du hast auch gerade angespannt. Nein, gar nicht. Kleiner Faker hier. Und wir werden jetzt schlafen. Hat deine Pizza geschmeckt? War sehr lecker. Wirklich. Ich finde irgendwie mittlerweile, bin ich deiner Meinung, Dönerpizza ist besser als... Als Pizza von Joey's oder so. Ja, sag ich doch. Die ist doch besser. Ja, die war echt gut. Also, das letzte Mal auch schon. Klingt irgendwie, als würden wir ständig Dönerpizza essen. Nein, nie. Aber die ist echt gut da von dem. Ja, wie gesagt, bei uns passiert nichts mehr. Ich werde nur noch schlafen. Du spielst noch Alex. Mhm. Wie weit bist du mit dem Spiel? Ich bin durch. Oh. Schon? Ja. Und warum spielst du das dann noch? Weiß ich nicht, macht Spaß. Machst du noch die Sidequests oder was? Die habe ich auch schon alle geschafft. Ist das Spiel so einfach? Es war saumäßig schwer. Echt? Ja. Kann man da sehen, wie viele Spielstunden du da so verbracht hast? Ja, aber willst du das? Ja, ich würde es gerne mal wissen. Kannst du mal nachschauen? Kurz. Insgesamt an der Xbox oder nur von dem Spiel? 38 Stunden, 51 Minuten. 39 Stunden. Ja. Warum? Das sind 1,5 Tage. Ja. Das ist gar nicht so viel. Nee, siehst du? Also ich finde, das klingt schon extrem viel, aber an sich, an Fallout hast du bestimmt länger gespielt. Ja. Pokémon hänge ich immer 100 Stunden und mehr rein. Echt? Ja, locker. Flori, weißt du, was du mit deiner Zeit alles machen könntest? Mich schminken, so wie du. Ich schlafe in der Zeit, in der du spielst. Aber du könntest eine neue Sprache lernen, ein Instrument lernen. Du könntest ein Mittel gegen Krebs erfinden. Oh ja, das klingt gut. Ich glaube, damit fange ich gleich morgen an. Aber erst spiele ich noch Assassin's Creed. Hätten wir das auch geklärt. Ich beende den Vlog jetzt hier. Ich bin todmüde. Wie gesagt, ich beende jetzt den Vlog hier. Hier passiert nichts mehr.
Und ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch den Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt dann hier gleich auf Abonnieren klicken. Auf Floris Gesicht sozusagen. Ja, denkt doch an das Glöckchen-Symbol. Dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochlade. Genau, bis morgen. Gute Nacht.